Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge von MechWarrior Online. Unterwegs bin ich mit dem Stalker. Den habe ich nur ein bisschen modifiziert gerade. Und zwar, mir ist aufgefallen, dass ich noch einen größeren Motor auf Halde liegen hatte. Da ist jetzt ein 275er drin. Vorher war 255er drin. Jetzt komme ich immerhin mal über die 50 km/h drüber. Das ist auch schon mal ein Fortschritt. Aber halt natürlich immer noch sacklangsam im Gegensatz zu meinen anderen Macs. Aber gut, Problem ist, das werde ich jetzt gleich mal testen müssen, was für Auswirkungen das hatte. Ich musste zwei Heatsinks rausnehmen. Und ich hoffe, dass das nicht allzu problematisch wird. So, und jetzt muss ich kurz mal ein bisschen umbauen. Oder wobei, das... Ah! Wollte doch gerade noch meine Laser anpassen, weil mir wurde gesagt, ich könne auch... doch auch zwei Large Laser gleichzeitig abfeuern. Ich hoffe, das passt. Ich will nicht überhitzen. Autsch! Scheiße! Drecksluftschlag! Der hat aber gut gerüttelt, ey. Na gut, mir macht's weniger aus. Dem Kikada macht es schon ein bisschen was mehr aus, ne? Target acquired. Komm schon, noch ein. Ja, doch geht eigentlich von der Hitze her. Wenn ich mir dann noch Double Heatsinks irgendwann mal gönne. Sollte da doch noch mehr drin sein. Und ich habe immer noch kein Endo-Steel drin. Das heißt, ich könnte vielleicht noch mehr Large Laser reinbasteln. New target acquired. Oder dann noch ein bisschen Medium Laser für einen Nahkampf oder sowas. Da geht, glaube ich, schon noch ein bisschen. Oder mal wieder LRMs. Die fehlen mir ja gerade komplett. Oh, da ist noch einer. Steht hier immer noch da. Ach Junge, schieb dich doch nicht vor mich. Ich bitte dich. Wo sind sie denn hin? Die fehlen gerade ein paar Gegner. New target acquired. Ah, komm. Das Ding ist so schwer zu manövrieren. Das ist so langsam in seiner Bewegung teilweise. Jetzt ist von da drüben noch was. Ah, aber immerhin Kill habe ich gerade gemacht. Fällt mir gerade so auf. Aber hier wird es mir gerade ganz schön bunt. Wo ist der Typ? Target acquired. So. Ja gut, der ist auch hinüber. Aber bei mir sieht es langsam auch nicht mehr so ganz easy aus. Fuck! Rechte Seite zudrehen, da ist noch diese Panzerung. Alter, Alter, das war knapp. Uiuiui. Der steht da unten noch in seinem Loch drin. Shit. Shit, shit, shit. Lass mich doch in Ruhe. Ach, du Kacke, ey. Noch funktioniert alles, aber das wird sich, glaube ich, gleich ändern. Von wo, wenn ich fragen darf? Da. Warning.
Jetzt müsste ich erstmal aus der Gefahrenzone raus sein, denke ich. Hoffe ich. Du bist... Nein! Ah! Überhitzt. Aber die ignorieren mich gerade, glaube ich, ganz gut. Scheiße. Die sind ja alle tot. Die sind ja alle tot. Und ich bin auch tot. Verdammt. Aber immerhin... ein bisschen Schaden ging. Ein Kill gemacht. Viel Geld wird trotzdem nicht bei mir kommen. Hätte besser laufen können. Hätte viel besser laufen können. Und ich glaube, ich spiele jetzt mal wieder mit der Spider. Die habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Und irgendwie mit der läuft es im Moment echt am besten. Eigentlich voll komisch. Ich dachte früher immer, ich wäre ein Medium-Typ. Also mein allererster Mac. Das war der Hanschbeck, mit dem ich hier immer noch rumlaufe. Aber den benutze ich irgendwie gar nicht mehr so viel. Mit dem hat es damals auch eigentlich ganz gut geklappt, aber mittlerweile bin ich, glaube ich, eher auf die Extreme aufgesprungen. Also mit einem Light Mac klappt es besser und mit einem Heavy klappt es eigentlich auch besser. Mal gucken. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit dem Hanschbeck machen soll. Ob ich den mal komplett umbaue oder ob ich den verkaufe. Momentan noch schwierig. Schwierig. Komm, ich möchte gerne mal wieder in einem vollständigen Team spielen. Ach, was hat der denn eben für einen Ping gehabt? 2500. 700. 1000. Großartig. Na gut, jetzt haben sie sich eingependelt. Was haben wir denn? Haben wir irgendwas Schweres? Ein Stalker. Atlas. Ja, ein bisschen schon. Was Brauchbares ist auf jeden Fall dabei. Sensors online. Weapons online. Und wie man gleich sehen wird, mit den Kleinen kann man auch ordentlich nerven. So. Atlas und Shadowhawk. Was sieht es da drüben aus? Stalker, Dragon, Hunchback, Ilya. Kann ja mal gucken, ob ich irgendwie halbwegs gescheit scouten gehen kann. Muss ich jetzt nur mal kurz auf die Karte gucken. Okay, wenn ich mich da ein bisschen links halte, hoffe ich, dass ich niemandem in die Arme renne. Hier wurde schon gekämpft. Ich stelle mich mal kurz hier hin und gucke mich mal ein bisschen um. Da habe ich gerade schon was aufleuchten sehen. Da ist einer. Target acquired. Noch einer. Noch einer. Target acquired. Oh, da kommen sie jetzt. Auf der Seite ist doch hier ein bisschen was los. Aber da bin ich leider zu weit weg. Ich versuche mich mal um den da zu kümmern. Ich weiß nicht, was das war. Ich glaube, das war ein Kikada. Gisada, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Der hat mir da aufs Bein geschossen. Irgendjemand mit einer PPC hält da drauf. Penner! Da kommt Besuch. Da mache ich mich aber ganz zügig vom Acker. So.
Der hat es aber nicht mehr geschafft. Ich verpiss mich. Und wieder angreifen. Immer ein Hin und Her hier. Mal gucken, ob ich da ein bisschen näher eventuell rankomme. Viel Spaß mit euren Medium-Lasern. Das bringt es auf die Entfernung natürlich. Warning, incoming missile. Wo bist du hier? New target acquired. Ich muss näher ran. Oh, da kriege ich einen schönen Kill-Assist. Und Spotting und so. New target acquired. Das ist meiner. Jetzt fall halt um. Geht doch. Auch noch mit dem MG gekillt. So. Schön Kill abgestaubt. Wie sieht's hier oben aus? Da stand eben noch einer. Uhuhu. Critical damage. Warning, incoming missile. Und weg. Scheiße, mein Bein ist gleich hinüber. Warning, incoming missile. Right torso, critical damage. Lass mich in Ruhe. Wie es mich zerlegt hat. Aber immerhin ein Kill. Assist. Noch zwei Assists. War in Ordnung. War in Ordnung. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Und den Hunchback konnte man gut nerven. So. Muss ich auch mal kurz gucken. Ist mein... Ja, mein Stalker ist schon wieder da. Dann will ich nämlich den mal kurz mit Endos Deal Structure, was heißt hier nicht enough slots. Warum? Das finde ich jetzt aber ein bisschen blöde. Muss ich dafür noch mehr von denen hier raushauen oder was ist da los? Jetzt nochmal gucken. Warum geht denn das nicht? Okay, liegt wahrscheinlich an der Panzerung. Was bringt mir das eigentlich Heat Management, wenn ich das hier jetzt mal reinmache? Ja. Außer dass es sackteuer ist, nicht so viel eigentlich, aber. Ist natürlich. Ach, ich weiß es nicht. Ach Mensch, schwierige Entscheidung. Nee, das entscheide ich aber nicht jetzt. Das entscheide ich nicht jetzt. Das machen wir dann irgendwann nächste Folge. Nee, machen wir dann nicht nächste Folge. Ich muss erstmal gucken, wie ich mein Geld verteile, aber kriegen wir schon hin. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.